Das ist ein gutes Stichwort, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich, euch ganz recht herzlich hier an dem neuen Verbindungsweg, Fahrradweg zwischen Dunsdorf und Amsfeld. Der Ideengeber wurde ja namentlich eben schon genannt, lässt sich leider entschuldigen. Vor 15 Jahren ging die Diskussion bereits los, dass man doch eine Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen schaffen möge. Und viele, viele Diskussionen folgten und viele Hürden waren zu nehmen. Und letztendlich da ein ganz besonderes Dankeschön. Deswegen freue ich mich auch, dass er heute hier ist, der Rainer Schaumburg, durch die zur Verfügungstellung der Flächen hier hat es dann ermöglicht. Und natürlich unter der Beauftragung der Firma Mützer an der Stelle auch ein ganz recht herzlich willkommen an Sie beide, dass der Fahrradweg jetzt hier mit einer wassergebundenen Decke erstellt werden konnte. 350 Meter mit gut 100.000 Euro Bausumme. Jetzt nicht übermäßig teuer, aber auch nicht unbedingt günstig. Aber sage ich mal, doch eine wunderbare Wegverbindung, sodass die Fahrradfahrer jetzt gefahrlos nicht mehr auf der Kreisstraße unterwegs sein müssen, sondern mitten durch die Natur geführt werden. Deswegen freut es mich auch, dass die Vertreter aus dem benachbarten Stadtteil Amsfeld mit anwesend sind. Ortsvorsteher, Ortsbeiratsmitglieder, weil darum ging es ja, die Verbindung zwischen Dunsdorf und Amsfeld herzustellen. Und zu den weiteren geförderten Dingen können unsere beiden ausführenden Kräfte von der Stadtverwaltung vielleicht noch was sagen. Anja Schaumburg als Ortsvorsteher und vielleicht noch, oder Holger Flücker als Ortsvorsteher. Aber vielleicht erstmal Robert Angelika vom Bauern, dass ihr was dazu sagt. Wer fängst du an mit der Förderung? Ja, der Bürgermeister hat ja eben schon gesagt, der Rainer Schaumburg hat die Fläche zur Verfügung gestellt und dann war es halt unsere Aufgabe zu gucken, wie kann ich das umsetzen. Wir haben Glück gehabt und haben über Regionalförderung Gelder bekommen für dieses Projekt und nachdem wir die Bewilligung bekommen hat, hat dann die Kollegin Seifert übernommen und die Maßnahme ausgeschrieben und jetzt stehen wir hier und freuen uns der Dinge. Also wie hoch war denn die Förderung? Die liegt ungefähr bei 70%. Ja. Wir hatten Mittel im Haushalt, was auch nicht immer so ist, dass man relativ schnell reagieren kann. Und ja, ich fand es halt, ich bin vor ein paar Wochen mal mit dem Fahrrad hier lang gekommen. Ich finde es dann immer wieder beeindruckend, so einen neuen Weg lang zu fahren. Ne? Also man ist ja gewohnt, da oben zu fahren und jetzt kann man hier schön durchs Tal fahren, ganz gemütlich. Das ist schon was Besonderes, wenn so Wege geschaffen werden können, wenn man auch berücksichtigt, dass wir einen ökologischen Ausgleich bringen durften. Erstmal danke ich der Firma Mütze nochmal. Sie haben sehr schnell auch reagiert, nach der Ausschreibung sehr schnell den Auftrag vergeben und dann habe ich eine Woche später eigentlich schon den Anruf bekommen, dass es losgeht. Das war sehr schnell. Dafür nochmal danke, dass ich so schnell mit Ihnen auch nochmal sprechen konnte, dass wir alles weitere absprechen, auch Landwirte, die ja betroffen waren hier in dem Bereich, weil wir seitlich auch angleichen mussten, dass das halt sehr gut und sehr schnell geklappt hat und wir letztendlich 14 Tage mit dann nochmal eine Unterbrechung, also 3 Wochen letztendlich gebraucht haben für die Baumaßnahme. Und es so reibungslos abgelaufen ist und wir müssen uns natürlich, wir haben jetzt ein wunderschönes Stückchen gebaut, wir müssen uns natürlich auch um die Anbindungsstücke noch kümmern. Das heißt, wir haben schon Richtung Hunsdorf den Kamm hier mal abgeschoben, da müssen wir aber Schotter noch reinbringen. Und das werden wir jetzt dann auch hier in dem Bereich machen, dass wir auch den Kamm noch mal abschieben, Schotter reinbringen bis zu dem Waldbereich und ja. Da denke ich mal, ist dann nicht mehr unser Brett. Da muss man dann direkt mal mit dem Forst reden und gucken, was da noch getätigt werden muss. Und dann denke ich, es ist ein wunderschöner Radweg, um nach Amsfeld zu kommen.
mich bedanken. Ich dachte, dass jetzt so zeitnah ausgeführt wurde und was lange währte, wurde dann endlich gut, weil wir das tatsächlich schon mit, mit dem alten Ortsbeirat aus der Vordekade schon angestoßen hatten. Und nicht nur mit Amsfeld seinerzeit, sondern auch Bergfreiheit, weil die Idee war es ja, einen Urftalradweg zu schaffen. Das heißt, hier oben, wo die Urf entspringt, bis weiter das Tal hinunter. Und dass jetzt diese schöne Idee jetzt endlich durch dieses Anschlussstück jetzt in Form an Form annehmen kann und auch Beschilderung hoffentlich finden wird. Kommt noch. Ja, genau. Das ist eine ganz tolle Sache. Und innerhalb des Ortes gab es jetzt auch schon eine Initiative, die gesagt hat, das ist ganz toll, durch dieses Anschlussstück haben wir jetzt die Möglichkeit, einen herrlichen 3 Kilometer Rundweg zu schaffen, nochmal einen neuen. Und wir haben jetzt auch schon mit dem Forstamt Kontakt aufgenommen. Die zuständige Försterin hat auch schon einen Weg, der ein bisschen freigeschnitten werden musste, schon entsprechend gemulcht und freigeschnitten. Ich weiß gar nicht, ist die Buche schon weg? Hier ist glaub ich glaube noch nicht. Aber ne? Das genau. Also eine dicke Buche über dem Weg. Die wollen wir jetzt selber wegmachen, sondern. Genau. Und das heißt, wir haben quasi noch den positiven Effekt noch zusätzlich, dass wir jetzt nicht nur den Radweg angeschlossen haben oder Wanderweg, sondern dass wir noch eine 3 Kilometer wunderschöne Wanderroute rund um den Ort noch im Endeffekt dadurch geschaffen haben. Also von daher sehr, sehr schön. Und wie die Frau Seifert schon gesagt hat, es sind tatsächlich viele Touristen kommen in diese Region und auch Hunsdorf entwickelt sich touristisch immer mehr und es sind auch viele, die mit ihren Rädern kommen. Und das ist jetzt einfach eine tolle Sache, dass man nicht mehr auf der doch verschlungenen, engen Kreisstraße fahren muss, vielleicht auch mit Kindern. Da sehen doch viele von ab, sondern jetzt durchs Tal abseits der Kreisstraße. Von Altbildung über Bergfreiheit, Kranfeld, Rundstorf, Schneewittchenrundweg beschildern oder. Und? Nicht. Am besten gehen die Foto- oder Filmleute das kennen. Das Kommando. Das Kommando. Das Kommando. Soll ich mal? 1, 2, 3.